Ja, es sind nur noch wenige Tage. Dann wird das Bündnis Kein Meter den Nazis erneut demonstrieren, erneut gegen die AfD. Es geht am Samstag, dem 12. Mai, gegen den Auftritt des kirchenpolitischen Sprechers Volker Münz beim Katholikentag hier in Münster. Wir werden mit unserer Demonstration starten um 12 Uhr am Servaziplatz, machen einen kurzen Umzug durch die Innenstadt und werden dann in der direkten Nähe der Halle Münsterland auf der Straße am Haverkamp zu einer Abschlusskundgebung zusammenkommen. Wir haben einen hochkarätigen Redner, der uns dabei unterstützt. Das ist Lothar König, der Stadtjugendpfarrer aus Jena, der uns eben bei unseren Protesten unterstützen wird. Wir möchten und wir werden deutlich machen, dass die AfD auf dem Katholikentag nichts zu suchen hat und dass die Einladung ein schwerer Fehler gewesen ist, denn solche Veranstaltungen tragen massiv dazu bei, dass die AfD und ihre Positionen als normal angesehen werden und dass eben Rassismus, Hetze und soziale Ausgrenzung eben einen Platz bekommen und Teil des legitimen politischen Diskurses zu werden drohen. Dem müssen wir uns gemeinsam entgegentreten und das werden wir am 12. Mai am Samstag hier in Münster beim Katholikentag tun. Also nochmal die Eckdaten. 12 Uhr Auftaktkundgebung am Servaziplatz, Umzug durch die Stadt und dann Abschlusskundgebung vor der Halle Münsterland. Die Abschlusskundgebung wird übrigens eröffnet mit einem Flashmob der Initiative Stadt der Zuflucht, die das Ziel hat, mehr als 300 Geflüchtete nach Münster zu holen, die derzeit in Griechenland, Italien und anderswo feststecken und denen hier in Münster damit geholfen werden könnte. Also, kommt, seid laut, seid zahlreich und unterstützt die gemeinsamen Proteste gegen die AfD. Danke.